Hi Leute und willkommen zum neuen Part von Let's Play Super Mario Party. Wir machen heute die Wump Domino Ruine, hatten wir das letzte Mal. Heute machen wir die König Bombs Pulsmine. Allerdings machen wir die so Nusseswald. Wir machen 10 Runden. Okay. Weil weniger gibt's nicht, dann ist präsent. Müssen wir damit auskommen? Aber es gibt keinen dritten Spieler. Wir haben jetzt schon einen dritten Spieler selected. Also der Carter Centaur LP ist noch am Start. Wer spielt jetzt für Robin? Spieler 2 muss connecten, das ist Robin. Möchte ich Spieleranzahl ändern? Ja. Falls ja. Ja? Ja. So. Okay, okay. Das machst du deinen Controller noch hier. Genau. Hot Dog. So. So, ja, okay, das ist klar, das wissen wir schon. Wissen wir auch schon. Ach, hat's den Rest jetzt auch nicht gespeichert, oder wie? Ich hoffe, es hat die Ägypten vom ersten gespeichert. Koopa Duper. Koopa Duper ist gerade im Duper. Wir machen... Stark. Der ist stark. Irgendwie ist immer okay. Fertig. Gut. Ja, ich glaube, am Anfang hat's gespeichert. Viel Spaß bei der Party. Gut, wir machen Party. No. Und zwar die hier, 10 Runden so jetzt aus, let's go! Ab geht's! So. Yeah, damn shit. Ich bin interessant. Ja, das wird so kompliziert da. Sehr interessiert. Interessant. Da ist das Mikro. Interessantes Interessieren. Was es hier so für Felder gibt. Und ab geht's. Gut, das wird erstmal ziehen, wann wer drankommt. Nein, ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich glaube, das hat das erste Mal einfach wirklich nicht gespeichert. Was geht? Nein, nicht durchgehen. Aber ist auch egal. Bitte so. Würfeln, ich bin awesome. Oh Gott. Wie immer. Ich bin und halt richtig am Ende. Damit ist wie immer halt richtig scheiße. Es gehört einfach so, er muss damit klarkommen, aber... Das allein jetzt schon hier, Betrug ist da. Betrug? So, ab geht's. Ich fange an. Der erste Stern ist da ganz schön. Na, alles klar. Und das ist wieder so ein Lakito. Ach, ich glaube, ich krieg die Krise. Wir klauen nur den Bots, okay? Jetzt gibt's wieder Salt-Anfälle. Anfälle hier. Ja, das ist so. Und vor allem dieser fette Baumwurf, ne? Das, der passt richtig zu dir, Samuel. Junge, du bist eins aufs Maul, oder? Also super. Was haben wir für Glück jetzt haben wir erst? Am Zug, Spielbrett. Um dahin zu kommen, muss ich hoch. What the fuck? Ich muss an König Bombom vorbei. Ja. Hot. Hot. Nut, nut. Wenn man in die Mitte kommt, verliert man die Hälfte der Münze. Wenn man auf eins der Dinger fällt. Münzen. Gut. Ich weiß, wo ich lang muss. Ja, genug gelabert. Jetzt reicht's aber, Alter. So. Halt, stopp, jetzt reicht's. Der Cooper-Würfel. Ich würfel mir einen schönen Tag mit dem Cooper-Würfel. Und a lot of accessories. Solange mich König Bombom nicht völlig wegfickt. Cooles Wort. Der Maulwurf ist dran. Maulwurf macht Münze plus. Ist krass am Start. König Buhu macht auch den normalen Würfel. Stimmt, der Maulwurf hat gar nicht den normalen Würfel gemacht. Kriegt eine 3, kommt zu mir vor. Und David ist noch hinten. Ich wäre besser als Kommentator, als Spieler. Ja gut, bei mir... David so. Ist am Zug. Er will erstmal würfeln mit dem ganz normalen, wie es scheint. Was? Und er kriegt auch eine 3 und kommt auch vor zu mir und Buhu. Gut. Hi. Jetzt muss man nur noch durch dieses Buhu-Scheiß da. So, man muss jetzt einfach hoffen, dass man mit viel Glück da durchkommt, sonst gibt's echt eins aufs Maul. Von König Buhu. Das stimmt. Und du meinst keinen Preis, lol. Vibrationswahl hätte es lieber gehabt. Was ist das hier? Matroska-Mix-Misser. Was müssen wir machen? Ne? Ah, ich versteh's. Ich versteh's. Ist nix. Am Start. Ich weiß, wo er ist. Was geht's denn?
glaube, du musst den da. Geh mal zu meinem. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist richtig, den ich hab. Ich vertraue dir. Du musst A drücken. Hab es. Du kannst meinen nicht. What the fuck? Muss überall einer drin sein, in jedem. Oh boy. Oh, ich hab gewonnen. Man muss den kleinsten finden. Ach du Scheiße, jetzt geht's ab. Gut, ich nehme den neben dir. So, jetzt geht's. Jetzt geht's. Flup. Flup. Wir hatten sowas mal im Real Life. Fuck. Alles klar. Ich weiß halt null. Ich weiß auch null. Ja, yeah, ich hab grad einen live neuen Abonnent bekommen. Ich bin einfach mal hier mit meinem Glück. Ich nehme einfach mal die Mitte. Oh boy, ich bin noch im Rennen. Bin nicht mehr im Rennen. Ah, ist nicht mehr. Der Maulwurf, der Maulwurf-Guy. Ende. Maulwurf-Guy rasiert. Das war richtig übel. Weil ich hab jetzt gedacht, das ist sowas Einfaches wie sonst immer. Ja, dabei für den Schluss ging es ja wirklich. Und er geht so am Ende geht er so ab, Alter. Das ist so durch. Das Spiel gibt uns den richtigen Salt-Effekt. Lolkas, danke fürs Abo. Auch wenn wir gerade nicht mal live streamen, bekomme ich einfach trotzdem gerade einen Abonnenten, was hier angezeigt wird. Danke dafür. Cooper ist am Zug. Und Cooper geht auf alles. So, jetzt kommt's. Entweder 10 oder nichts. 10 oder tot. 10 oder tot. 10 oder tot. Und ab geht's. Wird, wenn ich gerade nicht live streame. Uff. Ja, boy. Lol, Villager. Nicht Villager. Item Laudern. Item Laudern, sag mal, gibt Turbo-Pilz. Normaler Turbo-Pilz ist okay in dieser Runde, in diesem Stadium des Games. Wohin geht's? Ereignis. What is happening? Jetzt dreht's um, wie cool. Das ist cool. Monty Maulwurf. Mal sehen, was der jetzt so schafft. Er geht diesmal nicht auf Risiko, er macht eine 1 und das ist trotzdem scheiße. Monty bleibt hinten, er ist im Minispiel recht gut gewesen, aber er bleibt trotzdem hinten. Jetzt ist Buhu dran. Yeah, yeah. Ich bin ein richtig krasser Kommentator. Mal schauen, was Buhu macht. Ja, Buhu verkackt. Finde ich gut, dass unten angezeigt, wie viele Buhu Runden man noch Buhu hat kriegt, und so weiter. Buhu das finde ich gut. Buhu kriegt eine Bombe aufs Mal, so glaube ich. Was ist 10 durch 4? Was ist 10 durch 4? Ja. 10 durch 4. 10 durch 4. Das ist keine normale Zahl. Ist das der mit 10 Parte, 4 Parte und das müssen wir mit den Runden. Er macht ungefähr 3 Runden pro Part. So. Du bist auch scheiße. Nein, du kriegst. Nein, ich bekomme Verbündeten. Ich hoffe, das wird ein geiles Mädchen. Aber du bist echt, das fehlt sogar auf Rosalina. Ja, geiles Mädchen. Mario ging mit einem Goomba als Teamkollegen, Alter, was geht? Muss los. Ich kann dir den Ort zeigen, an dem nicht ständig andere auf dir rumtrampeln. Oh lol, der ist eigentlich ganz korrekt hier. Ja, okay, sein Sonderwürfel ist echt gut. Der gibt nur gute Sachen. Aber es ist kein geiles Mädchen. Ja, du bist traurig. Du bist ein trauriger. Nee, macht nichts. Ich kann es nur in Real Life. So, vier Spieler Minispiel. Totaler Durchblick. Ja, es hat nie einen Durchblick. Verhext, Alter. Senkrecht halten. Senkrecht halten. Oder so? Ja, wie jetzt? Ah! Ach so. Geil. Bin bereit. Hä? Warte mal. Drück bereit. Ach so, ja, okay. Ich drück bereit. Ich hab's gecheckt. Ist auch. Okay, totaler Durchblick. Jetzt wird durchgeblockt. Geblickt. Yay. Maulwurf hat verschissen. Hey, warte hier. Ganz nah ran. Hä? Du warst doch immer wieder zwischendrin da. Ja, keine Ahnung. Es hat irgendwie nicht. Du hast jetzt letzte Runde so verkackt. Hier. Ah, näher ran, näher ran, ganz nah ran. Ja. Halten. Jetzt hat. So.
Was war das denn? Ja, beim zweiten hat es nicht funktioniert. Du musst so machen, nicht so. Ja, ich weiß so. Ist ja auch Schlumpf. Wieder mal. Yeah, ich ist einfach ein 3 bis richtig. So, Wachrest. Lululu. Ich war erster. Yeah. Jetzt ist der Cooper wieder dran. Und Cooper gönnt, glaube ich, den ersten Stern, so wie es scheint. Schlumpf. Also, hier, yeah, das letzte Mal, dass mich jemand Schlumpf genannt hat, war eine Grundschule. Echt, warum? Da war das gerade voll eben. War das Mobbing? Nein. Ich hatte eine Freundin damals mir gesagt. Das war Schlumpfmobbing. Das war voll lustig. Das war Schlumpf. Die hat mich immer Schlumpf genannt, weil die größere war es. Meine kleine Ulla-Story. Korrekte Sache. Erstmal andere Kinder Schlumpf nennen beim. Alter, was geht, du Schlumpf? Nerv dich jetzt damit. Was? Hallo? Wenn ich es richtig verstehe, will Bombom sagen, ich bin ganz schön lästig, nicht wahr? Bombom folgt dir! Oh mein Gott! Das ist ja richtig mies. Ich krieg den Stern noch, Alter, es ist so sick. Aber ich komme auf dem Ultra-Pechfeld. Der hat einfach nur Nullen und Minuszahlen, ne? Ja. Aber du hast den ersten Stern, was? Ja. That's how it's looking. Looking good! Du aber jetzt geht's aufs Pechfeld, Alter. Jetzt geht's aufs Pechfeld. Du Kloreiniger! Lächerlich! Ich bring das Pechfeld um. Kann mir eigentlich kaum was. Oder? Außer wenn ich einen Stern verlieren kann. Vielleicht fliegt die aber jetzt direkt vor meine Nase. Das wäre lächerlich. Oh boy. Ja, das tut sie. Das tut sie. Und Bombom folgt mir weiter. Und oh, das ist das erste Mal, dass wir auf dem Pechfeld gehen, ne? Nein, letzte Runde auch. Yes. Auch ich. Ich hab die ganze Zeit ein Pech. Yes. Halt das Roulette. Ach, das war das. Oh, sorry, das Stern wird versetzt. Nein, das Stern wird versetzt. Nein! Huh? Du verlierst 5 Münzen, das fast alle meine Münzen. Wenn nicht alle. Ja, sind doch alle. Ich bin pleite. So eine Pleite aber auch. Aber Bombom geht nach Hause. Maulwurf ist im Zug. Mit der. Maulwurf will alle recken. Mit dem so lächerlich dieser Maulwurf. Der ist halt einfach. Oh der Gott! Der kann nichts, Alter. Warte, Stern ist nicht mal in meiner Nähe, oder? Was? Sagte, der Stern ist nicht mal in meiner Nähe, glaube ich, ne? Doch, der ist da oben gleich. Oh shit, nein! Aber die Kreide ist jetzt dieser Wichser namens Buu. So ein Buhu-Wichser. Wer ist denn den Stern? Dieser Hurensohn! Und er gönnt sich den Stern für 10 Münzen. Ich bin richtig gut im Singen. Der Hund hat den Stern. Du bist ganz unten, du Hund. Guck mal, wie wir einfach beide mit 0 Münzen und einem Stern oben sind, Alter. Das geht so ab. Der Stern ist mehr als Münze, ne? So, und. Wetten, dass der jetzt total weit wegfliegt. Bitte vor mich. So sexy. Ja, nö, das ist ja nicht wirklich weit. Aber noch nicht weit von mir entfernt. Was? 3 Felder von mir entfernt, 2. Von dir? Ja. Ich bin da oben. Gleich auf dem Pechfeld, siehst du das oben links? Fuck. Nicht aber ist ein Feuer dran. Ja, mal sehen, ob du das Ganze rum. Alter, wenn Buhu jetzt nicht willkommen hätte, ich wäre so ausgerastet, Alter. Ich hätte so. Nein. Achso. Wenn so die Krise bekommen. Ich muss erstmal ein bisschen umschauen. Du kannst jetzt auch andere Würfel verwenden. Aktiviere irgendwas. Guck mal, was du noch für Würfel hast. Denn Kumpa hat ja auch noch einen Würfel. Ja. Und du hast auch einen Würfel. Was tust du denn? Da ist der Stern. Nein. Du musst aber auch wissen, wie rum es geht. Du kannst hier nur in die eine Richtung ja, treffen, musst da ganz so rum. Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9 Felder brauchst du. 9 Felder brauchst du. Ist gut, Wechsel mal du auf, was hast du für Würfel? Ja, nimm den Gumba-Würfel. Ja, Junge, Gumba-Würfel ist das Beste, was du kriegen kannst. 1 und 2 fällt zwar komplett weg. Dafür ist. Hier? Ist korrekt. 1. Nur die Hälfte heißt, ich kriege von die nächste Runde. Aber hey, wenn ich bis nächste Runde nicht 10 Münzen erspiele, kann ich mir nicht kaufen. Stimmt. Ah, das wird nicht zu schwierig, ich darf dich töten.
Du, 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 du. Bombiges Tennis-Metz. Ah, war das nicht schon? Ah, nee, oh. Lol. Ach, lol, du darfst uns hier umbringen. Ja, easy. Du bekommst mich nicht umgelegt. Wer weiß. Wer weiß. Hallo, wenn das Hörkommer reagieren würde, zumindest nicht. Uff. Uff, der klettert um sein Glück, Leben. Was zum Glück, dass es nur Übung war. Da klettert er um sein Leben, Alter. Alter, es ist ja viel zu, dass du uns alle hier ummopsen kannst, du Mops. Ich darf mich alle ummopsen, Alter. Und die NPCs fliegen als Erste. Oh, fuck! Oder du, was ist los, Alter? Du Hurensohn! Da fliegen sie alle. Du verdammte Hurensohn. Richtig easy. Was ist das, Alter? Das ist unmöglich eigentlich für den Spieler zu gewinnen. Also für die drei. Ich konnte aber nicht abklatschen. So traurig. Ich bring dich um. Nein, ich habe nur 8 Münzen. Geil. Bitte. Für mein Glück. Ich muss mich heilen. Gib mir den Money. Gib mir Money. Guck mal, sagst du. Bom, bom. Ein Stück. So. Neues. Noch nichts hoffen. Das war's mit dem Part, liebe Leute. Was er würfelt, wird's im nächsten Part geben. Macht's bis dahin gut und ciao. Ciao.